Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Raft. Ihr Lieben, das wird erst mal eine kleine Folge, denn wir dachten, wir hätten ein bisschen mehr Updates gehabt, aber es ist nur eine kleine Neuigkeit dazu gekommen. Und wir dachten uns, ja komm, wir zeigen euch die einfach mal und schauen uns mal um, ob es den Tieren alle gut geht. Soweit geht's allen gut. Das war nämlich gerade am Anfang ein bisschen knapp, als wir raufgekommen sind. Nämlich die Tiere hatten alle nichts mehr zu fressen. Die Helga wäre beinahe gestorben. Die durfte ich dann von diesem Käfig schnell rübertragen, damit sie bei Helia Bissen fressen kann. Hat sie Gott sei Dank überlebt. Die beiden Kallis, also Kalli 2 und Kalina, die waren taufrisch. Die beiden Beutelchens hier drüben, die hatten zum Beispiel nichts mehr zu trinken. Das war dann bei denen ein bisschen doof. Die haben es trotzdem überlebt, denn Beutelchen, wir wissen, Beutelchen ist hart im Nehmen. Ja, ihr Lieben, auf jeden Fall, es gab vor einer ganzen Weile ein kleines Update. Beutelchen und ich dachten, es wäre ein bisschen mehr gekommen, aber wir haben jetzt gesehen, dass es nur eine Erneuerung dazu kam und wir hoffen, besser gesagt, ich hoffe, Beutelchen weiß nämlich noch nicht, was dazu gekommen ist, dass wir vielleicht das Gras so bewässern können, dass es sich von alleine immer bewässert. Deswegen gehen wir mal kurz runter zu unser Logbuch und schalten die Sprenkelanlage frei. Ich gucke nochmal runter, vielleicht haben wir irgendwas anderes. Wir dachten nämlich, wir hätten noch einen Kapitänshut, aber wahrscheinlich war das eher eine kleine Täuschung. Und wir haben... Nein, wir haben nichts soweit. Die Sprenkelanlage braucht Schrott, Bolzen und... Das müssten wir eigentlich alles haben. Ja, gut. Wir müssen uns erstmal wieder reinfinden. Das ist nämlich sehr lange her, seitdem wir das letzte Mal Raft gespielt haben. Und erstellen einfach mal die Sprenkelanlage. Sehr schön. Das ging jetzt ein bisschen schnell. Und... Die Sprenkelanlage haben wir hier. Was ist denn jetzt los? Jetzt ist es... Warum ist es so dunkel? Die Sprenkleranlage. Wir wissen nicht, wie das funktioniert. Deswegen sollten wir mal kurz schauen, wo wir das hinpacken. Vielleicht packen wir die Tour da hinten weg. Und packen diese woanders hin. Tiere haben noch alle was zu fressen. Ja. Warum ist es auf einmal so arschdunkel? Hallo. Ich würde sagen, die Truhe packen wir erstmal woanders hin und packen die Sprenkelanlage hier hinten hin. Ah ja, stimmt, die braucht eine Batterie. Stimmt, das stand da dran. Batterien, glaube ich, habe ich oben reingepackt. Hier haben wir die Batterie. Diesen Umweg hätte ich nicht machen brauchen. Und wie Sie sehen... Oh, Moment. Ah, wartet. Wartet. Nehm mal kurz die Batterie. Das gute Teil.
Okay, warte, dann packen wir das doch anders hin. Da hat das gute Stück gerade nicht reagiert. Vielleicht packen wir auch. Euch geht's allen gut? Ja. Verdammt, weiter nach hinten kommen wir, glaube ich, nicht. Irgendwas hat neben mir gerade gefressen. Die Kalina hat gefressen. Ach kommt, wir packen das jetzt hier hin. Verwirrung. Ich glaube, das war die Kali, die Grill gefressen hat, oder? Das Beutelchen war's. Ups. Wir gleich mal ausprobieren können. Ist das jetzt bewässert worden? Ich glaube. Dann könnten wir eigentlich mal ausprobieren, wie die Bewässerungsanlage jetzt funktioniert. Auch sein, dass ich die komplett falsch hingestellt habe. Oder die ein bisschen ungünstig hingestellt habe. Passt auf, jetzt habe ich das gemacht und es war scheiße, weil alles voll war und wir wieder alles mit Wasser befüllen müssen. Wunderschön. Oder es reagiert je nach Zeiteinlage. Das könnte auch möglich sein. Batterie nehmen wollen wir ja nicht. Wollte ich ihn? Ich glaube, die Aktion dauert ein bisschen länger. Bis wir herausgefunden haben, bis das, wie das Ding funktioniert. Hat, glaube ich, der ganze Hai schon. Batterie wollen wir nicht. Mädels, wartet doch mal bitte. Wir können höchstens die. Dings nehmen. So, platziert. Können wir das jetzt anmachen? Gut, ich kann momentan hier noch nichts dran machen oder ich stelle mich gerade Hund zu doof an. Eins von beiden wird es sein. Beutelchen, kannst du daran irgendwas machen, außer die Batterie nehmen? Nee, ne? Bin ich nicht die Einzige. Den Anschalter würde ich gerne hier betätigen, aber der funktioniert gerade nicht. Dusch mich! Ne, Helia, dusch mich ab! Auf jeden Fall haben wir eine Sprengteanlage, das ist wunderschön.
kapier's nicht. Wollte ich denn, ich kapier's nicht? Wir können höchstens die ganze Zeit die Batterie nehmen. Wer hat gefressen? Wer will wir eins auf dem Decke haben? Warte mal, brauchen wir irgendwas dafür? Das könnte ja auch möglich sein. Es braucht eine Batterie. So, so. Braucht es vielleicht auch noch eine Uhr? Das mit dem Wasser hat ja auch am Anfang nicht geklappt. Vielleicht dauert das nur ein bisschen länger. Ups. Ja, und die Batterie ist voll. Der Anknopf. Vielleicht einen Eimer hier runterpacken? Könnte ja auch möglich sein. Ich glaube, ich packe erstmal kurz die Truhe hier irgendwo hin. Funktioniert das? Ja, könnte funktionieren. Wir könnten aber auch die Kiste. Wird ja, glaube ich, kein stören. Wenn wir die hinpacken. So, dann haben wir hier wenigstens ein bisschen Fell und die Federn. Und das neue Problem, was ziemlich buggy ist, oder was dazugekommen ist, man... Oder Beutelchen hat es schon nass gemacht. Aber das Vieh hat es doch gerade gefressen. Ich glaube, Beutelchen war hier nicht gerade dran. Ist mir aber auch vorhin passiert, dass die Viecher gefressen haben und ich konnte nicht bewässern, weil die irgendwie schon nass waren. Oder das war die Bewässerungsanlage. Wartet mal. Diesen Hai. Es könnte die Bewässerungsanlage gewesen sein, aber die haben wir ja gerade erst jetzt hingestellt. Deswegen nehme ich mal kurz das gute Stück und pack es Ah! Ja, ist aber doof. Das Teil macht doch was. Das heißt, wir brauchen ja für jedes Ziege, für jedes Schaf so ein Bewässerungsteil. Aber auf jeden Fall sind die hier hinten erstmal geschützt. Weil diese die Bewässerung haben. Also hat das Teil das bewässert. Also hat es diesen Radius von 3x3. Wir probieren mal das hier. Elia, kannst du da mal bitte weggehen? Elia! Hopp, 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 hopp! Beweg deinen Arsch, los! Es bewässert wirklich! Es bewässert, Leute.
Das heißt, wir müssten das Schiff, Floß, größer bauen. Das ist doof. Da muss man sich wieder was einfallen lassen. Dann bräuchte jedes Gehege ein so ein Wasserteil, oder zumindest in der Nähe vom Wasserteil. Bei den beiden Kallis könnten wir das Gehege hierhin machen, den Wasserspender hierhin und hinten alles verteilen. Das wäre die nächste Lösung. Ich glaube, wir machen uns noch so ein Teil und machen das als Experiment mal hin. Mal kurz raus hier. Kunststoff. Schrott. Was brauchen wir für Kupfer und Dings? Zwei Stück. Bewässerungsanlage. Wo war der Sprengler? Der Sprengler war nicht hier, aber hier. Und nochmal Kunststoff. Nein, das war's auch nicht. Und zwar, danke. Dann probieren wir das mal aus. Das Problem ist auch mit den Hühnern. Das Problem wird es mit den Hühnern sein. Weil diese schon sehr separat voneinander sind. Hat das Ding gerade das hier bewässert? Sorry Leute, ich muss den Radius herausfinden. Das trifft es nicht mehr. Der Radius ist bis hierhin, der Rest nicht mehr. Willst du mich verarschen? Komm, verpiss dich. Lasst mich kurz überlegen, wie wir das machen. Also würden wir da und da die Sprinkleranlage hinpacken, würden sie alles erreichen. Wir könnten auch bei den Hühnern die Teile hinpacken. Und die Teile hier vorsichtshalber lassen. Das Teil reagiert nicht hier hinten. Ah, gut.
Also wir könnten die Teile schon wegpacken. Drehen. Verdammt, ich kann da auch hier hoch. Und holen uns hier noch eine Batterie haben wir. Gut, das Teil reagiert. Dann lasst uns mal hier gucken. Ob ich Säge drehen kann, wahrscheinlich. Verdammt, das funktioniert nicht. Was willst du denn machen, Beutelchen? Also Säge kann ich drehen, ja. Looten während der Fahrt, also Beutelchen will weiterziehen. Von mir aus kannst du gerne Säge setzen. Das Ding müsste in die Mitte hier. Ah, Leute. Leute, 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 das wird jetzt kompliziert. Wo packen wir? Unten brauchst du nicht, ich hab's oben gemacht. Wo packen wir die Sprinkleranlage hin? Wir könnten es auch drehen, vielleicht bekommen dann die Hühner was ab. Lasst mich mal, wartet mal. Da reagiert das Teil. Ja, ist doof. Ich muss das Boot anders bauen. Beutelchen, das Boot muss anders gebaut werden. Könnten auch eine Sprinkleranlage da hinten hinbauen und die Hühner vielleicht in einen Käfig tun. Das wäre die eine Möglichkeit. Aber es ist so wunderschön aufgeteilt. Ach Mann. Auf jeden Fall, hier muss noch eine Sprinkleranlage hin. Vielleicht können wir aber auch. Hat es jetzt darauf reagiert? Kali, husch, husch. Husch, husch, Kali. Husch. Das ist so weit weg. Das ist so weit weg.
Ja, wir könnten, wie gesagt, eine Runde noch rum. Das hat es jetzt nicht registriert, jetzt aber. Und eine Batterie haben wir noch nicht. Kann man vielleicht das Teil da oben hinsetzen? Es wäre doch mal interessant zu wissen. Wartet mal. Gut, ich brauche ein paar Nägel. Dann hätten wir oben eine. Kann das sein, dass wir nicht segeln? Jetzt aber. So, lasst mich jetzt mal schauen. Da eins hin, da eins hin. Und oben packen wir. So eins hin. Und vielleicht noch eine Sprenkleranlage. Dann könnten wir. Das reagiert doch. Was auf das? Warte, warte, warte. Ich brauche Holz. Nein? Ja. Oh. Holz, gut. Dann hier noch eins hin. Ja, das ist jetzt aber doof. Jetzt wissen wir nicht, ob die Sprengteanlage das so nass macht, wie ich es haben wollte. Wir gucken einfach mal. Hier ist. Genau. Die Sprenkleranlage. Ich glaube, das wird die hier oben nicht registrieren. Dann wollen wir einmal uns ein bisschen Wasser gönnen. Das wird die da oben nicht registrieren. Nehmen wir mal hier. Machen wir mal das weg. Gut, ich dachte es mir schon, dass es auf einer Ebene sein muss. Dann ist das ausgeschlossen, dass das Teil ein bisschen weiter oben sein kann. Das heißt, wir müssen die auf einer Ebene packen, wo die Tierchen noch rumdackeln.
Verbessern wir das erstmal. Gut, dann können wir das hier oben wieder abreißen. Das war ein bisschen unnötig. Ich dachte, das würde funktionieren. Nö, funktioniert nicht. Können wir hier drauf das packen? Und hier eigentlich die Sprinkleranlage. Das Einzige, was wirklich bleibt, ist, die beiden Hühner zusammenzupacken. Das ist die zweite Sprinkleranlage. Vielleicht machen wir das auch. Dann machen wir das erstmal weg. Und packen die Sprinkleranlage so hin. Dann hat das Vieh was zu trinken. Das Vieh zu trinken, bleiben nur noch die Hühner. Oh, jetzt habe ich Salzwasser reingepackt. War das jetzt in Ordnung? Ups. Oder ich habe es ausgekippt. Ich glaube, ich habe es ausgekippt. So, Beutelchen, dann brauchen wir eine Batterie. Die Hühner muss ich zusammenpacken. Nein, das brauchte ich jetzt nicht. Nein, das wollte ich jetzt auch nicht. Das wollte ich. Kupfer. Genau, Kupfer brauchen wir. Schrott. Die Sprinkleranlage war hier. Schrott und bisschen Eisen. Eine Batterie. Wie machen wir eigentlich eine Batterie? Batterie. Schrott und Kupfer. Auf dass uns das nie untergehen möge. Was? So, die packe ich erstmal hier hin. Genug Batterien haben wir jetzt. Die ist soweit. Die ist auch soweit. Gut, dann kommen die beiden Hühner bei ein Dings hin. Dann packen wir dahinter die Sprinkleranlage hin. Und da, wo dann der eine NPC die ganze Zeit rumrennt, machen wir Wasserbehälter hin. Bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, aber was sein muss, muss sein. Dann sind die beiden wenigstens nicht alleine. Die Sprinkleranlage kommt hier hin. Da müssten wir auch noch rankommen. Oh, das ist falsch rum. Verdammt. Ah! Beutelchen, könntest du das normal schreiben? Irgendwie habe ich nur die Hälfte der Nachricht lesen können. Warte, wo war das nochmal? Kann es sein, dass ich nichts weiter, die Hälfte, mehr kann ich nicht lesen.
Die Hälfte der Fangnetze? Nee, also. Also bei mir sind alle Fangnetze noch da. Gut, Beutelchen, wir müssen so ein bisschen auf die Hühner aufpassen. Nee, bei mir ist da noch alles vorhanden. Aber ohne Netz? Nee, das täuscht nur, Beutelchen. Das Netz ist hier an Bord. Du kannst die Dinger immer drehen, deswegen siehst du das Netz nicht. So, dann wollen wir mal oben alles erstmal hübscher machen und Wasserteile hinpacken. Ich glaube, mit mehr Tieren kann man hier wirklich nicht wirtschaften, sonst hat man echt eine Arschkarte und kommt nicht hinterher, die alle zu tränken. Dann werden wir hier einen schönen großen Platz machen und Wasserbehälter hinpacken. Na, groß wird der Platz nicht sein und viele wunderschöne Wasserbehälter wird es hier auch nicht geben. Wahrscheinlich ein paar schon. Ich glaube, maximal können hier 30 hin platzieren. Gut, dann wollen wir die erstmal füllen. Dann haben wir hier wenigstens wieder Wasser und den Tieren geht's alle gut. Ich glaube, wir sind soweit. Dann befüllen wir das hier nochmal. Das befüllen wir nochmal und das können wir nicht befüllen, weil da Salzwasser drin ist. Doch nicht. Oh, Leute, wir haben es geschafft. Diese verdammte Kuschka. Ob der Regen jetzt auch nach dem Update irgendwas macht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssten wir irgendwann mal ein bisschen mehr Gras bei den Tieren hinpacken. Zumindest bei den guten. Ich glaube, Erde hatten wir nicht mehr. Beutelchen, das heißt, wir brauchen einfach nur immer die Sprenkleranlagen zu bewässern. Den Rest macht dann die Sprenkelanlagen von alleine. Ich guck mal kurz, ob ich Erde habe. Ich glaube jedoch aber nicht. Dafür sehr viel Holz. Was? Dann können wir die Batterien alle hier oben hinpacken. Wir kommen wenigstens an die Kiste. Können wir hier noch eins hinstellen? Nee, ich glaube zwei, dann ist es. Dann. Oder wir packen das so seitlich hin. Ich glaube, wir machen es. Testen mal. Umso mehr Wasser wir haben, umso besser wird es. Und wir müssen dann nämlich immer hin und her rennen. Nee, ich glaube, das läuft nur auf zwei hinaus. Nee, wir machen zwei hier seitlich, dann stört es nicht im Weg.
Ja. Ich glaube, das stört dann keinen. Und dann kommen wir auch schneller ran. So. Die Tiere. Alles klar. Die Tiere sind alle versorgt. Beutelchen, wir brauchen uns nicht mehr so einen Stress zu machen mit den Tieren. Mehr Tiere werden garantiert aber nicht mehr hier drauf kommen. Ich würde aber nicht so laut brüllen. Und ich glaube, da kommt ein Boot auf uns zu. Interessiert uns erstmal nicht. Ich glaube, wir haben dann soweit alles gezeigt, was es zu zeigen gibt, was wir. Ja, sie funktioniert. Nice. Sehr nice. Ach, Mädels, könnt ihr nicht gleichzeitig essen? Dann braucht es hier noch ein Schild. Und darauf hatten wir Königin zu stehen, glaube ich. Wir das soweit erledigt. Das Vieh braucht eigentlich auch noch einen Namen. Das gute Stück auch. Und ich würde sagen, dass wir das erstmal noch eine Runde beiseite schieben. Dann könnten wir hier auch noch eine Truhe hinpacken. Sollte irgendwann was Neues kommen bei den Tieren. Vielleicht noch ein neues Tier oder irgendwas anderes. Dann können wir hier noch ein bisschen ausbauen. Die Viecher brauchen eindeutig ein bisschen mehr Fressen. Dann sind wir soweit eigentlich versorgt mit den Viechern. Ich brauche was zu trinken. Fangen wir bei den Tieren klauen. Essen brauchen wir auch. Ihr Lieben, dann würde ich sagen, war es das auch mit dieser Folge. Wir wollten nur mit euch mal schauen, was die Sprinkleranlage alles machen kann. Und ich muss sagen, dieses Feature ist wirklich super. Beutelchen hat sich schon in der letzten Folge ein bisschen aufgeregt, dass man die Viecher andauernd füttern muss und bei den Viechern immer dranbleiben muss, weil sonst die Viecher so schnell essen, dass man nicht mehr hinterherkommt. Aber die Sprengtanlage ist wirklich sehr gut. Und ich glaube, was Neues ist nicht mehr rausgekommen. Wie ich es gesehen habe, hier unten haben wir auch noch einen sehr leeren Raum. Vielleicht irgendwann, wenn es ein bisschen voller wird, Beutelchen, was rede ich heute? Wenn ein bisschen mehr Updates kommt, können wir vielleicht die Säge ein bisschen länger sägen lassen. Ich kann echt nicht mehr heute reden. Ich bin durch den Wind. Gut. Beutelchen, dann verabschiede dich von unseren Haustieren. Oh, die Helia. Die Kali hat Wolle, das geht nicht. Dann müssen wir die Kali erstmal nackig scheren. Also Beutelchen, die Sprenganlagen sind sehr gut. Du kannst ja mal aufpassen, bis ein Vieh mal eine Runde isst. Oder, warte mal, wir können es hier bei. Komm, wir zeigen das bei Helga. Beutelchen muss das sehen. Da ist schon wieder diese verdammte Möwe. Guck mal. Setzt du hin und die Sprenkelanlage. Macht es nass. Es funktioniert. Diese verdammte Möwe. Lass meine. Sie hat es getan. Die Sprenganlage funktioniert auf jeden Fall. Sehr schön. Ihr Lieben, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich mache hier nochmal schnell das Wasser voll. Und wir sehen uns wunderschön beim nächsten Update.
zu Raft. Ich hoffe, es kommt bald. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und bis dann. Ciao, ciao.